Der macht einen Stress, ey. Alle, jetzt hast du mir hier so ein Ding hingebaut, renne ich jedes Mal gegen die Tür, weil sie nicht aufgeht. Dong, dong. Alter. Nix kann er, ey. Ja, echt Brot gar kann nichts. schimmeln, was kannst du? Ja. Wir hatten Kumpel früher immer gesagt, der hat ein IQ von 3, bei 5 fängt ein Ball an zu rollen, Alter. IQ-Millimeter Feldweg. Ach nein, das ist eine Beleidigung für einen Feldweg. Das ist so cool. Also früher so, da waren wir, wie alt waren wir da? So 16, ne? Hat halt ein Kumpel von uns, der hatte eine Freundin, die war so richtig nach dem Motto, sie war hübsch. Ah, dumm fickt gut, ja. Oh, Alter, die war so dämlich, ohne Witz. Ich meine, ich bin normalerweise keiner, der dann wirklich sagt, oh, die ist doof oder die ist doof, aber die war es echt. Der haben wir erzählt. Also das Kaff, wo ich hier herkomme, heißt Waldmichelbach, ne? Das ist im Odenwald. Und da gibt es das Kennzeichen ist HP für Heppenheim. Also das Heppenheim ist ja mittlerweile bekannt durch Sebastian Vettel, Formel 1 und so. Echt? Das ist unser, ja, das ist unser Landkreis, Heppenheim. Und deswegen haben eigentlich alle unsere Autos HP auf dem Nummernschild. Und da waren wir halt da in unserer Stammkneipe, halt was trinken und er hatte seine Olle mit dabei. Und er hat halt ein Auto vor der Tür geparkt. Und da war, hat er auf dem Nummernschild WM. So, keiner hat da wirklich drauf geachtet. Und auf einmal meint sie halt zu unserem damaligen Kumpel: Du Schatz, sag mal, WM, steht es für Waldmichelbach? Und dann haben wir der wirklich erzählt, dass Waldmichelbach ein eigenes Kennzeichen hat. Ne? Und die hat das wirklich voll gefressen. Und das haben wir dann mit den ganzen Ortschaften außenrum gemacht. Wir haben dann gesagt, also unser Nachbarort heißt Affolderbach. Die haben das Kennzeichen A. Und sie dann halt jedes Mal so, ja, A habe ich auch schon gesehen. Die war so bescheuert, ey. Oh, seid ihr Ja, gemein. K, was ja eigentlich für Köln steht, ne, haben wir ihr dann erzählt, es steht für Kreidach, auch ein Nachbarort. Das hat ihm wirklich alles voll geglaubt, ne? Und wäre dann halt auch so überzeugend. Ich so, wenn du es uns dann glaubst, dann googelst doch. Oh Mann. Die war echt Ich jetzt weiß ich lustig. auch, warum hier gerade die Kiste so ausgelastet ist. Nebenbei läuft noch die Aufnahme. Hoppala. Ah, ist da aufgenommen. Oh. Das ist mein Job. Ja, deswegen ja. Was hast du denn eigentlich für einen Rechner am Start? Nichts Großes eigentlich, ein i5. Okay. So, ab jetzt müssten auch die Twitch-Alerts mit einschlagen. Die habe ich nämlich gerade noch mal eingefügt. i5, 16 GB Brainpower. SSD. Und frag mich jetzt bitte nicht, was für eine Grafikkarte, ich weiß es nicht. Oder sagen wir es anders, ich hab's schon wieder vergessen. Aha. So. So. Auch hier wieder. Was schimpft das Handy denn? Oh, ich habe tatsächlich meine WhatsApp-Benachrichtigung gekriegt. Ja. Ich werd wahnsinnig. Spielst du nebenher am Handy rum oder was? Hab doch hier den Stream laufen. Ach so. Da WhatsApp bei mir in letzter Zeit immer so fleißig am Rumscheißen ist, mir so tierisch auf den Keks geht, bin ich gerade mal positiv überrascht, dass ich eine Benachrichtigung gekriegt habe. Verdammt, ich brauche doch schon wieder 6 Meter Holzknüppelaxt hier. Alter, wie schön das hier wird. Das wird vom Allerfeinsten. Na, warten wir ab. So. Eins. Ich glaube, zwei Äxte reichen erstmal für den Anfang. Ach, verdammt, ich habe schon wieder keine mehr. So, von mir aus. So. Zack. So. So. Axt. Verdammte Axt. Hier. Wenn ihr Eva kommen, ne? Ich brauche Holz. Aber bist du nicht der Einzige. Boah, ich freue mich schon auf die Expedition, die wir unternehmen. Gut, dass du Oh. dabei bist, weil ich würde nicht mehr heimfinden. Das bringt auch nichts, wenn ich dabei bin. Du verlierst mich ja, wenn ich 2 Meter entfernt Na, stehe. stimmt, ja, genau, da war ja was. Das hatten wir doch schon. Da war was. Sag mal, warst du eigentlich schon mal, das fällt mir eben gerade ein, warst du eigentlich schon mal auf der Gamescom? Nein, ich wollte bis jetzt immer. Aber es hat irgendwie nie geklappt. Ja, ich war auch noch nie.
So. Der Eingang sieht echt ein bisschen mickrig aus, oder? Das müssen wir anders machen. Nee, so gerne ich auch ein Mensch für Symmetrie bin, an der Stelle passt es nicht. So auch einer, der so viereckig baut. Ganz schlimm, ich kann deswegen SimCity nicht spielen oder so, aber normalerweise im Regelfall, weil ich immer alles so quadratisch, also ich baue eigentlich immer Mannheim. Weil Mannheim ist ja so gebaut, ne? Alles immer Quadrat. Ja, sagte Gronkh ja auch schon, ne? Ja. Mannheim ist wirklich so gebaut, alles im Quadrat. Die sind auch nach Quadraten ausgezeichnet, die Straßen. Also da gibt es kaum Straßennamen, sondern es geht dann wirklich nach A11, A10 und so, alles nach Quadraten. Haben gerne Minesweeper gespielt oder Schiffe versenken, ne? Wahrscheinlich. Warum das so gebaut ist, müsste ich jetzt selber mal nachhören. Aber es gibt ja auch so eine, ja, so eine, wie soll man das so sagen, Neckerei, ja, wenn man es so nennen will, zwischen Mannheim und Ludwigshafen. Das kriegt man ja auch mit bei Bülent Ceylan. Dass die sich immer so Ja, gegenseitig so ein das bisschen stimmt. aufziehen. Warte mal, du Weißt hast doch vorhin schon ein Türchen gebaut. Beides. du weißt ja, was das Beste an Mannheim ist, ne? Ja, oder ne, andersrum, was das Beste an Ludwigshafen ist. Die Brücke nach Mannheim. Ah, das ist wie mit Braunschweig. Das Schönste an Ja. Braunschweig ist die Autobahn nach Wolfsburg, ne? Genau, richtig. So. So, ich baue jetzt gerade mal die typische Windows Firewall. Was denn? Yeah, wir werden gehostet. Cool. Danke. Gehostet? Ja, du kannst bei Twitch auch an. Alter! Eben denke ich noch, eben wollte ich einen schönen Screenshot machen, Alter, und du verschwindest im Baum. Ich dachte gerade, hä? Baum! Nein, der Gigal2Go hat uns gerade auf Twitch gehostet. Das heißt, wir werden jetzt auch auf seinem Kanal angezeigt. Ah, sehr cool, vielen, vielen Dank. Alter, aber auch was für ein Bäumchen, ne? Ja, eben wollte ich schon sagen, wie gesagt, ich wollte gerade einen Screenshot machen, dann blub, Baum. Baum. Blicke was, was du nicht blickst, das ist Baum. So, neuen Setzling setzen. So, jetzt muss ich mir halt immer noch überlegen, was mache ich mit den Wänden? Da möchte ich jetzt keine Fichte nehmen, das ist mir zu dunkel. Ich hätte gern was Helles. Oh, der Herr Innenarchitekt. Aha. Oh, hätte gern was Helles. Oh. Sag mal, Vielleicht was noch, sehe ich denn da vielleicht. oben? Da hast du schon wieder einen Baum abgefrühstückt, aber lässt die Krone hängen oder was? Nein, gar nicht. Ich habe mir jetzt extra, hier kannst du auf YouTube nachgucken. Ich habe extra schön hier, bin immer nach oben und habe alles weggebuddelt. Gehackt. Nein, das wage ich zu Es bezweifeln. war Soll ich doch dir den Baum zeigen? den Baum, den du siehst, das war noch ein früherer Baum. Da habe ich das noch nicht gemacht. Ja, dann sieh zu, dass du da hochkrabbelst, aber holla die Wo Waldfee. bist du denn? Wen meinst du denn? Was denn? Gehst du aus dem Haus links raus, Berg hoch? Den kannst du nicht verfehlen. Der strahlt dir entgegen vor Freude. Gehst aus dem Haus, links raus, hoch. Anweisung. Was du meinst? Alter, da kannst du links von rechts nicht unterscheiden. Doch. Was willst du denn? Wo stehst du denn? Ach, Hier, da guck mal hier hinten. unten, Ja, an ja. einem Häuschen. Ja. Da hüpf ich. Da, wo dein Schwein steht. Genau, so. Links von dir, geradeaus hoch. Den Ja, kann. Baum. Rechts. Dreh dich um. Re ja, 90 Grad, richtige Richtung hoch, guck hoch. Ach da. Da, aber holla die Das Waldfee, war was doch ein war Baum das von für ein Baum, früher. ey? Was wird's? Elefant Rüssel guckt schon raus, wa? Ja. Das war aber hier noch ein Baum von früher, was ich sag. Ja. Doch, kein Scheiß. Glaub's mir. Ach. Glaub's Hör auf mir. hier zu weinen, Alter. So, bist jetzt zufrieden? Wenn das Blätterwerk weg ist, ja. Wenn ich jetzt hier runterfalle und breche mir das Genick, bist du dann zufrieden? Keine Sorge, das Genick bricht dir nicht, höchstens die Knie. Es ist immer cool. Frauen, wer kennt's nicht? Wenn ich da jetzt runterfall, bist du dann zufrieden? Was machst du, wenn ich die Kellertreppe runterfalle beim Bier holen? Dann Ja. gibt's halt Wasser. Ja, genau. So, aber jetzt müssen wir eigentlich trotzdem mal gucken. Hier muss ja irgendwo noch was in der Nähe sein, was nicht Fichte ist, oder? Also ich habe nur Fichte gesehen bisher, deswegen habe ich jetzt auch alles aus Fichte gebaut, aus Protest. Nee, aus Prinzip nicht. Ich will was anderes. Hallo, ich bin da anspruchsvoll. Aus Protest wegen den anderen Sachen. Ich bin dagegen, denn ihr seid dafür. Oh Gott, die Ärzte, habe ich auch schon ewig nicht mehr gehört.
Die Ich habe jetzt Ärzte. extra bei mir im Autoradio extra mal ein paar Alben drauf gefeuert. Hey, bei uns hier in der Region haben wir jetzt einen richtig coolen neuen Radiosender. Das ist fett. Also gibt's einen Radiosender, da ist Radio Regenbogen. Vielleicht kennt den der ein oder andere auch. Ja, den kenne ich sogar in der Tat. Ja, und da gibt es jetzt einen Radio Regenbogen 2. Und der läuft aber nur hier bei uns in der Region, im Odenwald, Kraichgau und bis Stuttgart. Und das spielt den ganzen Tag nur Rock. Also richtig fett. Also wenn du so ein Freund von Rockmusik bist, Klassik und auch modern, überragend. Ich weiß gar nicht, ob die im Internet, ich glaube mittlerweile geht's, dass du im Internet die auch hören kannst. Der ist recht neu, der gab's, der gibt's jetzt vielleicht, oh, dann nehmen wir ein halbes Jahr. Okay. Dann höre ich ab, also meine Frau und ich hören den nur noch bei uns im Haus auch, weil wir sind eigentlich auch so morgens so die Radiohörer, dass du halt erstmal mitkriegst, was so Neues in der Welt gibt. So wie heute So, Morgen die Sache mit Trump. aus dem Haus, ja? Sehr interessant. Aber mich hier anmotzen, weil ich mir ein Häuschen baue oder was? Was? Ja, mir hast du gerade gesagt, ey, Haus wie dekadent, aber selber hier, ja, im Haus haben wir überall Radio. Nee, in der Wohnung, Mann. Wir haben kein Haus. User joined your channel. Hallo. Dachchen. Hi. Wen haben wir denn jetzt hier? Ja. Besucher. Ja, die Melissa ist da. Ja, servus. Hallo. Sie ist auch eine derjenigen, die fleißig immer am Twitch-Stream ist. Ah, sehr cool. Da bist du jetzt Das quasi stimmt. live drauf. Einmal auf YouTube, einmal auf Twitch. Oh, nice. Hallo. Ist übrigens der Kalle. Hallo Kalle. Servus. Liebe Grüße an die Welt da draußen. So. Ich brauche immer noch helles Holz. Helles Holz. So, Digga, bevor du jetzt wieder anfängst zu heulen, komm schlafen, Alter. Ah, guck mal, er lernt dazu, ey. Alter, bist ja immer noch nicht da. Komm, kuscheln hier. Ah. Leck dich hin, Mann. Hörst du auf? Hörst du auf? Weißt du, was ich da sage? Du sollst dich jetzt hinlegen, Alter. Geh schlafen. Was spielt ihr denn? Minecraft. Ah, das klingt auch so. Ja. Aber ich wollte mich nur noch mal vergewissern. So. Vergewissern erfolgreich, würde ich sagen. Ja. Kannst ja auch gerne streamen und schmeißen dazu gucken. Überhaupt kein Ding. Gerade noch nicht. Weil ich noch nicht weiß, was ich jetzt mache. Ein weißer Creeper. Sieht das geil aus, aber Was auch wurde? creepy. Und creepy, Alter. Creepy. Wo bist du Macht denn er schon seinem Namen wieder? alle Ehre. Was ist denn? Alter, bei dir in der Hütte rennt ein Schwein rum. Ja und, lass das Das Schwein Schwein sein. irritiert mich voll. Oh, Mimimi. Alter, guck mal, eine Tür hat er schon drin. Die Bude außenrum überall offen, aber eine Tür drin. Ich sag doch, ich Alter! baue die Windows Firewall. Überragend. Ach, guck mal hier. Ach, hat er das schön gebaut. Sag mal, machst du dich gerade über meinen Baum Nein, nein, ich lustig? meine das wirklich. Das ist cool, Alter. Hier zieh ich mit meiner Schrankwand ein. Du wolltest eine Höhle, also sieh Ja, zu. ich bin auch voll der Höhlenfreund. Lass es mir in meiner Höhle. Und einen eigenen Baum hat er. Warte Ich mal, habe bis sogar ich einen mir meine eigenen Villa baue. Wald. Mein porno-weißes Haus vom Feinsten. Dann lade ich mir Donald Trump ein, Alter. Dann ist hier Achterbahn. Oh je. Ich weiß nicht, Trump würde ich nicht im Haus haben, weil obwohl doch. Aber sicherlich nicht für das, wofür die meisten ihn gerne im Haus hätten. Ey, was ich heute schon über Donald Trump alles abgelassen habe, es dauert nicht mehr lang, ne? Steht die NSA bei mir vor der Tür. Bin mir ziemlich sicher. Die NSA kann er ja stehen. Die hört nur zu. Die hören nur zu, die machen nichts. Die sind wie FBI und Hunde. Secret Service wäre, glaube ich, schlimmer. Ja, warte mal ab, dann kommen die. Oh. So. Es sieht alles etwas planlos aus, was ich mache, aber es so viel sei verraten, es steckt absolut kein Plan dahinter. Immer diese Planlosen. Nee, Ja, nee, ganz nee, schlimm, nee, nee. ganz Kannst du schlimm. nicht auf die Welt loslassen, ne? Furchtbar. So. Ey, ist das schön. Hast du mit den Unentschlossenen? Willst du in den Club der Unentschlossenen aufgenommen werden? Ich weiß nicht. Okay, du bist dabei. Ja. So, spezielle Tropenbaum-Holzfälltechnik. Yippie-ki-yay, Schweinebacke. Bist du jetzt schon in den Tropen oder was? Ich bin hinten mal in den Dschungel gelaufen, weil ich wollte eigentlich ein etwas helleres Holz haben, aber
Hier bin ich gerade erstmal nur auf Tropenholz gestoßen. Bevor ich jetzt hier noch lange rum. Ist Tropenholz nicht sogar noch dunkler? Der ist rot. Ich weiß aber nicht, wie es in diesem Texture-Pack hier aussieht. Von daher muss ich einfach mal testen. Aber ich will halt eben anderes Holz haben, was nicht dunkel ist. Deswegen muss ich jetzt einfach mal durchprobieren. Und entweder das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Oder naja, wir werden sehen. Kann ich eigentlich Pilze pflanzen? Was machen die? Ich weiß gar nicht, ob man die explizit pflanzen kann. Kann ich die essen? In Minecraft kannst du Pilze züchten. Das geht. Kannst du eine Pilzfarm bauen und daraus kannst du dann auch Essen herstellen. Ah, Magic Mushrooms, Alter. Geil! Ich pflanze mir meine eigene Drogenfarm. Bist du eigentlich mit Mods oder ohne Mods? Oder? Der gleiche Server, der seit eh und je, den du auch kennst. Achso. Ich habe nur noch eine weitere Welt im Multiversum angelegt. Das heißt? Dass die eigentliche Map, so wie du sie kennst, auch immer noch existiert. Unendliche Weiten. Einfach nur eine weitere Welt. Wie? Es gibt ein Portal, wenn man da durchgeht, ist man bei uns. Die sieht dann wieder ganz genauso aus oder sieht die anders aus? Oder? Komplett anders aus. Es ist eine komplett eigene Welt mit einem eigenen Seed. Und Donald Trump als Präsident. Das hätte, okay, ich komme nicht. Gerne. Oder wenn, dann komme ich mit einer AK vorbei. Glaub mir, ich bin zielsicher. Donald Trump, ich weiß gar nicht, was ihr alle gegen Donald Trump habt. Wir haben nichts, was hilft. Leider noch nichts Wirksames. Ja, genau, ja, nichts, was hilft. Ich sagen. Wir haben nichts gegen ihn, zumindest nichts Wirksames. Ja, leider. By the way, Sascha, ich hab dir geschrieben. Ja, ich hab auf dem Handy nebenbei den Twitch-Stream laufen, von daher gucke ich hier im Moment nicht regelmäßig drauf. Achso. Macht er auch so nicht. Nie antwortest du mir, Sascha, nie. Dann nutz endlich mal Streamer statt des scheiß WhatsApp. Ach Quatsch, ey, du mit deinem. Nur weil du bei der. Messenger, Entschuldigung. Ja, nur weil du bei der in der IT-Branche arbeitest. Hat damit nichts zu tun. Doch, natürlich. Das ist eine persönliche Einstellung. Auch wenn WhatsApp sagt, dass sie verschlüsseln. Ich trau denen nicht. Ich sag immer, ich trau den Leuten nur so weit, wie sie werfen kann. Handy kann ich zwar weit werfen, aber die Entwickler von WhatsApp nicht. Das sind wahrscheinlich so zwei Studenten total auf Drogen gewesen, irgendwo in einem. In der Garage. Ja. So, so kleine Zuckerbergs oder sowas. So wie die, hallo. Die Google erschaffen haben. Servus. Dachchen. Ach, der Fabio. Du bist live auf Stream. Ja. Und auf YouTube. Und YouTube. Hallo, ja, YouTube. Zumindest wenn wir es dann hochgeladen haben. Ja, der Fabio ist quasi die männliche Hälfte von Melissa. Ah. Was? Wie sich das anhört. Falsch, ich weiß. Sascha, wo bist du denn schon wieder? Alter, der Typ ist nur unterwegs. Ja, ich tu das, was du die ganze Zeit tun willst. Sascha ist ein Weltenbummler. Erkunden, davon abgesehen habe ich hier gerade eine kleine Höhle gefunden mit Kohle drinne. Mit Kohlen? Ja, wie gesagt, Gronkh hat schon Kohle, 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 Kohle. Gronkh hat auch ganz schwer einen am Helm. Gott sei Dank, sonst wäre sein Stream ja langweilig. Sag mal, der ist jetzt umgezogen, ne? Ja. Hat er jetzt endlich sein eigenes Haus, von dem er so immer geträumt hat? Ja, hat er. Der hat ja auch schon auf YouTube eine Pre-Video-Raumbegehung oder sowas irgendwie. Ja. Musst du mal gucken. Echt? Zeig dir mal so ein bisschen, was er vorhat mit Keller und Co. Sieht echt interessant aus, muss man sagen. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Erstmal instant YouTube anschmeißen und Gronkh googeln. So. Jetzt habe ich ein bisschen neues Holz. Da hinten ist wieder Fichte. Ach du Scheiße. Ich und mein Holz. Mein Holz und ich, mein Holz und ich, ich schon mein Holz. Pre-Room-Tour und Status-Update. Genau, Pre-Room-Tour. Warte, Schatz, ich muss auch anmachen. Macht er beide an, oder was? Warte, Schatz, ich bin noch nicht so weit. Ja, genau. Ja, weil sonst sehe ich bei ihm nur die Bilder und ich habe keinen Ton dazu. Das ist Kacke. Na denn? Toll. Sascha, sind die Boys noch im Stream dabei? Noch jemand am Start? Ja, der Gigal2Go ist tatsächlich noch da. Oh, er hat sogar ein bisschen was geschrieben. Entschuldige, ich hab's nicht gesehen. Oh Gott, der guckt mir da nicht. Alter, sag mal, willst du mich auf den Puffer geben oder was? Ja, nix kann er. So. Er möchte unseren Seed haben. Unseren was? Unseren Seed von der Welt.
Ah ja. Das heißt? Dekodierung oder was? Ja, den Samen quasi, dass er auf seinem. Dass ich die Welt nachbauen kann. Muss ich aber mal fragen, Gigal. Welche Minecraft-Version hast du? Unten. Ja. Ja. Ist erst 3 Tage alt. Ah. Das hier ist anderes Holz, das sag ich doch. Mensch, hallo da die Waldfee. Schauen wir mal, was haben wir hier? Ah, da lädt noch. Alter Sascha, ich geh jetzt gleich das Schwein schlachten. Das geht mir so auf den Keks, ey. Oh, ey, immer diese Gewalt. Ja, echt, guck mal, das springt da drüben. Verlaufen. Ich habe ja 2 Möglichkeiten. Entweder ich reiß deine Hütte ab oder schlachte das Schwein. Junge, kurz Junge. Kurz Video gucken, bis gleich. Jo. Immer diese Agro-Typen, ne? Ja, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Fruchtbar, echt fruchtbar. So. Ey, da haben wir aber noch einiges gebaut heute, ne? Ja, in klar. Wir fangen erst an. Ja, ja, also ich glaube, lass doch hier mal ein bisschen stolz auf uns sein, was wir heute alles geschafft haben. Dann ist der Server bevölkert, wenn wir hier losgehen. Ja. Es dürfen sich natürlich auch gerne Leute anschließen, so ist es nicht, ne? Wir haben noch ein bisschen Platz im TS und so. Also wenn sich jemand berufen fühlt und sagt, ich hab mal Bock hier eine riesen Villa hinzustellen, dann kriegen wir das bestimmt geregelt. Das auf jeden Fall. Daran soll es nicht liegen. Eben. Aber im Moment ist der Server auf 4 Spieler beschränkt. Ich habe den runtergedreht. Ah ja, na gut, das ist ja auch ausreichend. Aber für uns 2 auf jeden Fall erstmal. Wenn wir mehr werden, muss ich halt wieder hochdrehen. Ne? Ja, aber das ist ja alles kein Thema. Wenn ich überlege, zu unseren Spitzenzeiten waren wir hier, glaube ich, 18 Leute drauf. So, und mit diesem schönen Sonnenuntergang sage ich jetzt Tschüss hier auf YouTube. Während das Schwein bei Sascha immer noch schwer am Springen ist. Ja, wenn ich jetzt mal den Rückweg finde, dann laufe ich in die völlig falsche Richtung. Ja, merkst du was? Hey. Super. So, in diesem Sinne, liebe Leute, schönen Dank fürs Einschalten. Beim nächsten Mal geben wir Bescheid, wenn es natürlich auch im Stream dann wieder läuft, dass ihr auch da einschalten könnt und die ganze Sache von Saschas Perspektive seht. Und vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Kalle und Team. Ciao, ciao.